Bevor das Video losgeht, kurzes Announcement, Freunde. Unser Winterschlussverkauf hat jetzt gestartet. Das heißt, es gibt wieder saftig Rabatte auf Hoodies, Zippers, Joggers und vieles mehr. Link ist in der Beschreibung, nur solange der Vorrat reicht. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Statics und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Frag Tyson. Wenn ihr Fragen an mich habt, schreibt sie in die Kommentare mit dem Hashtag Frag Tyson, am besten zusammengeschrieben, damit ich den Stuff auch finde. Und heute die Frage kommt von Eggy. Wie wichtig sind unspezifische Übungen bzw. Variationen in den Hypertrophiephasen? Beispielsweise von den 3 Bankdrückeinheiten in der Woche nur einmal Competition Bench, das restliche Volumen mit Close Grip und Schrägbankdrücken füllen. So, also hier geht es jetzt quasi um eine Powerlifting-Frage oder Kraftsport-Frage, wo es ja normalerweise so ist, dass man halt eine Hypertrophiephase hat, eine Kraftphase und eine Peakenphase und dann eben einen Wettkampf. Natürlich, je näher man an den Wettkampf kommt, desto wichtiger wird es einfach spezifisch zu arbeiten und zu trainieren. Zum Thema Spezifizität oder Specificity habe ich auch schon mal Videos gemacht. Also wie da quasi die Faktoren zusammenspielen. Und für den Wettkampf ist es halt wichtig, dass du wirklich gut in der Competition Bench bist, dass diese ganzen koordinativen Sachen eben drin sind, dass du dich an das schwere Gewicht gewöhnt hast und, und. Und die Hypertrophiephase ist halt für den Powerlifter so das Ding, wo er wirklich mal davon weggehen kann und in gegebenen Fällen natürlich auch weggehen sollte. Denn wir müssen jetzt mal gucken, was wir in der Hypertrophiephase als Powerlifter mitnehmen können oder wofür wir sie machen und dann eben auch die Frage klären, ob es Sinn macht, unspezifisch zu trainieren und wenn ja, wie. Also, grundlegend vielleicht auch mal spezifisch wäre jetzt Bankdrücken, wirklich wie man es auf dem Wettkampf macht. Unspezifischer wäre ein Dip, eine Schrägbankvariante oder vielleicht, wie Eggy gesagt hat, eine enge Bankdrückvariante, sowas. Und noch unspezifischer wäre Kurzhanteldrücken, Overhead Press, Flies, Liegestütze. Ne? Also so wäre das mit der Spezifizität oder wie auch immer man das jetzt auf Deutsch nennt. Folgendes. Hypertrophiephasen sind erstmal dafür da, für den Powerlifter, um nach einer Peaking-Phase Belastung von den Gelenken zu nehmen. Also mal leichter zu trainieren, den Gelenken die Möglichkeit zu geben, mal wirklich vollständig zu regenerieren, vielleicht auch mal selber runterzukommen, dem Hormonsystem vielleicht die Möglichkeit zu geben, mal ein bisschen ruhiger zu fahren und generell einfach leichter zu trainieren. Das heißt, dass der passive Bewegungsapparat sich regenerieren kann. Halten wir fest, das kann er sowohl in spezifischen Übungen als unspezifischen Übungen. Also ob man jetzt Bankdrücken macht oder Schrägbankdrücken, ist da relativ egal. Was man aber machen kann, ist die Gelenke mal in anderen Regionen belasten. Das heißt, wenn man immer nur Bankdrücken macht, das heißt immer nur hier drückt, und sobald man den Arm nach hier bewegt, Probleme irgendwann bekommen oder nicht bekommen möchte, sollte es oder macht es vielleicht auch mal Sinn, wirklich nach hier zu drücken. Vielleicht mal über Kopf zu drücken. Wirklich das Gelenk auch mal in andere Richtungen, sage ich mal, abzunutzen oder zu benutzen, damit der Körper eben nicht nur in dieser einen Position stark, stabil und gut ist und sobald man irgendwie da aus dem Muster rausbricht, total verletzungsanfällig wird, sondern dass wirklich mal das Gelenk in allen Bewegungen benutzt wird. Ob das jetzt das Schultergelenk ist, das Hüftgelenk ist und. Das heißt, hier in der Hypertrophiephase, wo man sich jetzt das auch mal erlauben kann, unspezifisch zu trainieren, macht es durchaus Sinn, einfach mal aus dem Grund, Bewegungen in andere Richtungen mitzunehmen. Also statt einer Bankdrückvariante vielleicht mal eine Streckbankvariante. Muss man ja nicht hauptsächlich machen, kann man ja auch als zweite Übung mit reinnehmen. Aber hier macht es durchaus Sinn, zum Beispiel eine unspezifische Übung reinzunehmen, einfach um sowas zum Beispiel schon vorzubeugen. Ja? Dann gucken wir weiter. Was machen wir sonst noch in der Hypertrophiephase? Hypertrophiephase, klar, dient natürlich dem Muskelaufbau, das habe ich ja schon gesagt, können wir auch mit spezifischen Übungen machen. Aber vor allem auch, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt zum Beispiel eine Schwäche im Trizeps, ja, Lockout zum Beispiel, dann kann man das nutzen, um einfach in der Hypertrophiephase mehr am Trizeps zu arbeiten. Das heißt, statt einem Bankdrücken, ein enges Bankdrücken zu machen. Oder statt einem Bankdrücken irgendeine Lockout-Variante zu machen. Ja? Oder einfach man macht normales Bankdrücken, aber kümmert sich in der Hypertrophiephase einfach nochmal um einiges mehr um das Trizepsvolumen. Ja? Das heißt, man macht normales Bankdrücken, danach aber dann enges Bankdrücken in der Hypertrophiephase und dann nochmal wirklich richtig Trizepsisolation. Das heißt, hier kann es Sinn machen, um Disbalancen muskulärer Natur oder krafttechnischer Natur versuchen auszugleichen, indem man schon mal darauf aufbaut, dass man sagt, okay, ich trainiere den jetzt richtig auf Hypertrophie und versuche dann in der Kraftphase wirklich diesen Kraftunterschied
auszugleichen, indem ich in der Hypertrophiephase aber schon mal was für die Muskulatur oder für diesen Muskel speziell tue. Also um das auszugleichen. Und was haben wir noch? Also wir haben Verletzungsprävention, wir haben also quasi die Gelenke mal in anderen Winkeln zu belasten. Dann haben wir den Aspekt Disbalancen, also muskuläre oder krafttechnische Disbalancen auszugleichen. Und was wir vielleicht auch uns zunutze machen können, ist, dass wir die Hauptübung wechseln, also statt einem Bankdrücken dreimal die Woche vielleicht einen Schrägbank und Dings reinzunehmen, um mehr metabolischen Stress und mehr Muskelschäden erzeugen zu können. Wenn man sagt, in der Hypertrophiephase will ich jetzt sowieso nicht drei oder viermal die Woche diese Übung ausführen, sondern nur zweimal, dann kann man eine andere Übung wählen. Und ihr kennt das selber, in der Bankdrückübung seid ihr richtig gut, aber beim Kurzhanteldrücken zum Beispiel bekommt ihr direkt Muskelkater. Das liegt einfach daran, weil der Körper diese Bewegung nicht gewohnt ist. Das führt einfach dazu, dass mehr metabolischer Stress erzeugt wird, also mehr Stoffwechselendprodukte entstehen, der Schaden an der Muskulatur größer ist. Und ihr könnt diese Hypertrophiephase einfach mal nutzen, um wirklich zu gucken, metabolischer Stress hochfahren und wie kann ich meine Hypertrophiephase muskelaufbautechnisch optimieren. Und da macht es durchaus Sinn, mal aus dem Muster rauszugehen und statt eben dieser Übung, die man sowieso perfektioniert hat und immer macht, auch mal eine Variante zu machen, um einfach diesen Hypertrophie-Aspekt oder halt diesen Teilaspekt der Hypertrophie, also dieser metabolische Stress, Muskelschäden verursachen, den einfach ein bisschen höher zu fahren, weil klar, diesen mechanischen Reiz, den habt ihr natürlich dann, wenn ihr mehr drückt, mehr, aber mit der neuen Übung, vielleicht passt diese Mischung besser, um euch eben nochmal mehr Hypertrophie-Gains zu schenken. Und das sind eigentlich so die einzigen Punkte, die mir einfallen, wo es Sinn machen könnte, wirklich unspezifisch zu trainieren. Sofern ihr dann wieder in die Kraftphase geht und näher dem Wettkampf kommt, würde ich auch immer wieder spezifischer werden. Aber fassen wir nochmal zusammen. Die drei Vorteile sind Gelenk in unterschiedlichen Winkeln belasten, Verletzungsprävention, generell Hypertrophiephase einfach dafür gut, um passive Strukturen regenerieren zu lassen. Dann Disbalancen ausgleichen, muskulärer Natur, krafttechnischer Natur. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, wenn ihr merkt, Gluteus ist schwächer im Vergleich zu Quad bei der Kniebeuge oder was weiß ich was. Daran zu arbeiten. Ne? Und, was ich gerade schon genannt habe, um einfach vielleicht diesen Hypertrophie-Aspekt einfacher zu gestalten, indem man die Übung wechselt, in der man nicht so gut ist und es einfach einfacher fällt, diesen metabolischen Stress zu erzeugen und Muskelschäden hervorzurufen. Aber that's it. Viel mehr fällt mir nicht ein. Wenn euch noch was einfallen sollte, schreibt es in die Kommentare. Und, Freunde, ihr wisst Bescheid, der Winter Sale läuft noch. Ich glaube, ist aber jetzt fast zu Ende. Also wenn, dann müsst ihr euch jetzt beeilen und zuschlagen. Februar ist fast vorbei. Bis Ende Februar läuft er noch. Link ist in der Beschreibung. Ihr könnt einiges sparen, vor allem auf die Wintersachen, Freunde. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace.